Leute, wir sind jetzt online. Mein Headset funktioniert jetzt. Wird jetzt hoffentlich erkannt. Und wir spielen Batman Return to Arkham Asylum. Es ist einfach richtig geiles. Richtig geiles Comic-Spiel. Beziehungsweise richtig geile Spieleserie zu einer Comic-Reihe. Richtig geil. Richtig geil. So. Leute, dann wollen wir mal starten ein neues Game. Untertitel schalten wir an. Und drücken auf Continue. Habt ihr gehört? Wir drücken auf Continue. Dass wir dann mit der Story beginnen können. Und auf geht es. Batman. Ark. Island. Es ist extrem lange her, dass ich die Spielereihe gespielt habe. Extrem lange. Ja, aber es gibt immer wieder einige Szenen, die einen ins Gedächtnis eingebrannt werden. So, mein Controller. Das ist Arkham Asylum, die Irrenanstalt in Gotham City. Irrenanstalt und Gefängnis von Gotham City. That's Warden Shop to you. Bowles! Yo, Frankie! How's the wife and kids? You miss me? Shut it, clown! A lot of people here really want to talk to you. Really? I don't mind walking. Not so tight, boys. You'll crease the suit. Get that filthy degenerate out of here. Warden, something's not right. I'm going with him. Ich liebe die Spielerei einfach. Die ist einfach so genial. Die ist so genial. Atmosphäre, Soundtrack, dann Easter Eggs, Anspielungen zu den ganzen Comics. Einfach mega. Einfach mega für einen Comic-Fan. Oh, dann begleiten wir mal den Joker in seine Zelle oder Richtung Zelle oder wo auch immer hin. Hallo Joker.
much more personal. Multiple prohibited items. I want you to search again. Security. It's not the patient. Ooh, would you sneak in with your bats? Come on, tell me. Batarangs, bat claws. Ooh, bat snacks. Scan is green, I joke. Bat snacks. Leute, wie ist das mit dem Ton? Hört ihr mich gut? Hört ihr das Spiel gut? Ist das Spiel bisher zu laut oder ist es zu leise? Ooh, it's my favorite show! I'm Warden Idiot, you'll never escape! Joker! Shut up! Go, catch you soon, boss! Shut it and keep moving. The state of the wiring in these federal facilities. Well, it's shocking. My boys over there could have been hurt in that unfortunate fire. Voice of Arkham. NC Sharp. Whatever, just be quick. Okay. Following procedure. Well, patient seems to be in satisfactory condition. Looks like he suffered minor lacerations, probably in the last 2 hours. There seems to be... Need to take my temperature? I'd be happy to drop my pants. He's all yours. Get him out of here. He's good. Get the door open. Vielleicht hat er ein paar Knochenbrüche oder irgendwas und Prellungen. Ja, vielleicht Knochenbrüche nicht so wirklich, aber Prellungen hat er auf jeden Fall. Ich hau ihn ja immer gerne. Habe ich jetzt nicht gesagt. Morgen! Hallo! Moin! Und herzlich willkommen! Get ready! Keep your weapons trained on it at all times. Ladies and Gentlemen, das ist Killer Croc. Das ist Killer Croc und nicht die komische Version im Suicide Squad Film. I've got your scent, Batman. I will hunt you down. A toy collar won't stop me from killing you, Batman. I'll rip you apart. Eat your bones. Wenn ich an Killer Croc, wenn ich an Killer Croc höre, denke ich an das hier und nicht an diese komische kleine mickrige Figur im ersten Suicide Squad Film vor ein paar Jahren. How come they let Batman pass? Whee! Great night for a party! Not where you're going. Nie Schnuschel, wie geht's dir? Geht's dir gut? I mean, don't you think it's a little bit funny how a fire at Blackgate caused hundreds of my crew to be moved here? Du hast mal wieder Airsoft gespielt. I thought I told you to stay quiet. Oh, Frankie, you really should learn to keep that fat mouth of yours shut. It'll get you into trouble. Tell me something. You've never let me catch you this easily. What are you? Das Gewehr schaut ein bisschen aus wie eine G36C. Hundreds dying in pain and fear, all their meaningless lives brought to a horrifying conclusion. All thanks to you and a book of matches. Was that the answer you wanted? All patients should avoid contact with prisoners from Blackgate Prison Facility. Their presence... Blackgate Prison Facility.
What's he doing? Stay where you are. Get a flashlight! Get a light on him! Hat jemand da kurz die Stromrechnungen nicht bezahlt? Don't you trust me? Our guest has arrived. So, zumindest ist das Licht kurz ausgegangen. Wieso? Ich hab keine Ahnung. Only three? I'll be sure to try harder next time. What say we aim for 100? Long night, Jim. Joker invades City Hall and holds the mayor hostage, leaving it to me to juggle SWAT teams, the media, and you. Yeah, it's been a hell of a night. Hopefully the last one we'll ever have with him. Yeah, right. Hold it there. Sorry, Batman. Arkham staff only. I assure you, if anyone's okay. Qualified, it's... Listen, I appreciate the assistance, but he'll unsettle the more violent inmates. I think he's talking about you, Bats. Don't be a stranger. You're always welcome here. Gotta say, it's good to be back. You okay? He surrendered almost without a fight. I don't like it. Ihr sollt echt damit aufhören mit dieser Joker-Lache. Joker's loose. Alert the warden. The joke's on you. Honey, I'm home. Come on in. Welcome to the madhouse, Batman. I set a trap, and you sprang it gloriously. Now let's get this party started. Yo, let's get it done. I apologize for this interruption to your regular entertainment. Bam! Sind's? Next! Next one, please! Next one! A way out. Gordon, try and contact the warden. Let him know what's happened. I'll be back. Don't make promises you can't keep, Bats. I'm in control of the asylum. You're not going anywhere I don't want you to. Understand? If you think I'll let you run... Always with the hero speed. Ooh, I'm getting bored of watching you. Why don't you just come find me? Oh, you know, off geht's. Of course it is. So, schauen wir uns die Charakterbios an. Commissioner Gordon. Police Commissioner James B. Gordon. Facts. Police Commissioner. Base of Operations, Gotham City.
Und das erste, die erste Erscheinung, First Appearance, Detective Comics Nummer 27 im Mai 1939. Wen haben wir als nächstes? Warden Sharp. First Appearance, Batman Arkham Asylum im Sommer 2009. Da ist das Spiel zum ersten Mal rausgekommen. Auf der Xbox 360, PS3 und PC. Joker! Der Joker. Realer Name unbekannt. First Appearance Batman Nummer 1 Spring 1940 und Batman oder auch Bruce Wayne. First Appearance Detective Comics Nummer 27 Mai 1939. Die Charakterbios sind richtig, richtig gut. Also für die, was die Comics nicht kennen, die was recht neu sind bei DC, sind es nette Hintergrundinfos. Lernt ein bisschen mehr von den ganzen Charakteren kennen. Everywhere that madman goes, death is sure to follow. All patients should take their medication at the prescribed times each and every day. Warning. Security breach in level B3. Warning. Warning. Security breach in level B2. Warning. Holding cells. Breach in level B8. Warning. Security breach in level B1. Warning. Security breach in level B6. Warning. Security breach in level B4. Warning. Security breach in level B3. Warning. Security. Batman, over here. Warning. Security breach in level B8. Du hast nach mir gerufen, wo warst denn du? Joker's escaped custody. He's running free in Arkham. Do you need anything? Is my dad still there? Commissioner Gordon is safe. Joker's not far ahead. I'll stay in contact. Oh, das war Oracle. Hier haben wir es. Oracle. Hier sehen wir es schon. Realer Name ist Barbara Gordon. First Appearance Detective Comics Nummer 359 im Jänner 1967. Und hier sieht man auch die Story um Oracle. The daughter of Gotham City's Police Commissioner. Also kurz, sie ist die Tochter von James Gordon. Und sie war früher bekannt als Batgirl. Die Partnerin von Batman. Ist Joker sie mit einem Schuss durch die Wirbelsäule paralysiert hat. Also paralysiert. Schnitzgelähmt. Gibt's auch einen richtig tollen Comic, der nicht wirklich für Kids
Hier macht es generell ziemlich viele Comics von Batman eher extremst erwachsen und düsterer Natur. So. Würde ich euch empfehlen, euch anzuschauen. Ah, Leute, was haben wir denn hier? Zaz has got my buddy. He's gonna fry him. Do something, please. Keep him occupied. I need to get behind him. Okay, machen wir. Close enough to Zaz to strike. He'll see me coming on the ground, so I'll stay up high. These old gargoyles should be able to support my weight if I grapple up. Dude. I see anyone coming close, and he dies. Bist du sicher? Ich sehe nicht kommen. Zaz is down, but not for long. Got to get him. Und weg ist er. Someone put this animal back in his cell. Chance to surrender, Quinn. Tempting paths, but no dice. Now the inmates are running the asylum. Well, technically the Joker's goons shipped him from Blackgate, but you get the idea. Bye bye for now. Batman, you picking this up? Oracle, I'm here. Arkham Asylum just vanished off the network. He's in control of the security system. He's probably isolated it from the grid. That's not all he's done. All police feeds are reporting he's placed bombs all over Gotham. Says he'll detonate them if anyone sets foot on Arkham Island. Ich würde auch lieb gern ein Remaster vom Batman Arkham Origins haben. I know him. Gibt's leider bis jetzt nicht, aber das wäre richtig geil. Try the radio. Control should be able to shut down the gate. Harley thinks she has me trapped. Was haben wir? She never was very bright. Mal aufmachen. Hey, Batman found a way out. He just ripped the bin off the wall. Batman, I'm patching you into the guard radio feed. Steve, more Blackgate prisoners. By the boiler. Who's that behind them? Oh my god, it's Joker. He's freaked out! Sorry, feed's down. Comms are up and down like crazy. It's not good. Oh, I'll keep trying. Riddler Trophy. Ist auch sowas zum Sammeln. Oder warte mal. Schauen wir mal. The Riddler! Wie ging auf den Riddler? Eddie Nashton, aka Edward Nigma. The Riddler. First appearance. Detective Comics Nummer 140 im Oktober 1948. Was haben wir hier? Harley Quinn! Oder Harleen Quinzel. Harley Quinn. Dr. Harleen Quinzel. First appearance Batman Harley Quinn Nummer 1. Das war das Comic, erste Comic von ihr, das kurz bevor
gekommen ist, bevor sie in der animierten Batman-Serie, der Animated Batman Series, vorgekommen ist. 1999. Wer die Serie nicht kennt, Leute, holt es euch nach. Schaut euch die Serie an. Richtig zum Empfehlen. Wenn ihr Comics kennt und mögt und weiß der Teufel was, holt euch die Serie. Schaut euch die Serie an. Sehr zum Empfehlen. Mr. Sass. Victor Sass. 1992. Shadow of the Bat. Nummer 1. Die ganzen Fragezeichen, das sind die ganzen Charaktere, die man trifft. Sowohl gut auch, als auch böse. Naja, eigentlich hauptsächlich böse. So, einmal aufmachen. Hallo, wen haben wir denn hier? Ah, perfekt. Okay, gut. This Joker toxin. Listen, the room is full of poison gas. Anyone caught in there is dead. Are you gonna get in there and help them, Batman? Das ist ein richtiges. Übles Gas. Das Giftgas mit Lachgas gemischt irgendwie. Das ist unter anderem This isn't a simple escape attempt. Von Joker. Eine sehr bevorzugte Waffe. Over here, please. You're gonna be fine. Stay here. Just hold on a little longer, Steve. I can't. I'm gonna fall. So, da, nach oben. Wieso bist du da? Wieso hängst du da oben? Bist du da raufkommen? Batman, the extraction system. Steve was trying to get the control panel at the end of the room. I can't believe he left me here. That son of a. Komm her, ich helf dir. Sort of. Yes, leave no man behind. Alle anderen da unten. Nicht so gut. Da haben wir jetzt den Ventilator eingeschalten. Die Lüftung. Attention. Decontamination room access is now permitted. So, jetzt können wir runter. Go Batman! You rock! Joker doesn't stand a chance. So, was haben wir denn hier? Überall die Gaskanister. Joker Gas vom Joker Poison. Da gibt es überall Toten.
Achso, ja, gut. Können wir erst rein, wenn wir ein paar weitere Gadgets freischalten. Ah, ja, genau. Genau, das gibt's ja auch noch. Hello, hello. If anyone is on this channel, please respond. We are trapped. We need help. Da waren wir. Wir müssen wieder in die andere Richtung. Wenn man die ganzen Gadgets von Batman noch weiter aufrüstet, dann kann man ein paar nette Sachen machen. Zum Beispiel einen ferngesteuerten Batarang, den man so richtig steuern kann. Hallo. Genau, das geht ja auch. Dieses Schnellwerfen. Das. Mal kurz auf die Karte schauen. Links runter müssen wir. Wir können noch da geradeaus und da herumschauen. Aber Joker hat uns einen Weg aufgezeichnet. Joker möchte spielen. I'm sorry. Wie gesagt, there's no escape, Joker. I will find you. I'm counting on it, just not yet. Okay. Well, that was unexpected, wasn't it? Well, note to self, need stronger test subjects. Seeing as how I'm feeling generous, I'll give you this one for free. Knock me off, I dare you. End this, pull the plug, stop me once and for all! Oh, you're getting too predictable, Vance. Well, I'd love to stay in the chat, but I have a party to organize. I've got guests flying in from all over Arkham.
Okay. Erster Kampf ist rüber. Quick, get in here before more of them come. So, congratulations! You have unlocked a Wayne Tag upgrade. Cool. Fill the XP meter to upgrade the bat suit and gain enhanced skills. Nice. Select your upgrade from the Wayne Tag selection screen. Okay, mach mal. Dann schauen wir mal. Was haben wir denn da? Was können wir denn uns freischalten? Special Combo Throw. Nice. Combo Batarang. Nice. Critical Combo Strikes. Inverted Takedown. Yes. Armor Upgrades. Version 1. Batarang Power. Nicht schlecht. Twin Batarang. Das ist auch cool. Vor allem, wenn wir Batarang upgraden, können wir dann mal 3 gleichzeitig werfen. Ist sehr praktisch, wenn 3 Gegner auf einmal auftauchen. Das hier ist der Remote Control Batarang, was ich vorher schon erzählt habe. Okay, ja, das war's. Ich würde mal sagen, wir nehmen einfach das Inverted Takedown. Ist richtig cool. Schauen wir dann mal, ob wir das dann gleich machen können. Came out of nowhere. I dragged Jerry in here, powered up the gate. Must have passed out. Joker went through that door. What's on the other side? We call it extreme isolation. Only way in is via the transport system. Open it. Not a problem. I'll just need to call another cell. Okay. Something's wrong here. The main security loop is locked. Having a little trouble up there? Joker. You were expecting maybe Two-Face. There's no escape, Joker. Silly bat! I don't want to escape. I'm having way too much fun. I even have you here to give a smile on my face. Not for long. Really? We'll see. Ta-ta! Oh, I forgot to say. Just in case you were planning on following me, I've arranged a little insurance. Gordon is on his way to Harley as we speak. Officer Bowles. If I see you trying to follow me... Ah, Jesus. Harley's looking forward to it. Maybe I'll film it and post it on the internet. The transport system is down. Best I can do is open the door you came in. Sorry. I should go back to the holding cells. No problem. Bowles wasn't too smart. He'll have left a trail. Und hier haben wir die Abkürzung, also wir müssen nicht wieder den ganzen Weg zurückrennen, wir können gleich da links rüber. Machen wir auch und vorher heben wir die Riddler-Trophäe auf. Perfekt. Geht. Batman, what's happening? Joker's escaped. He sealed himself off. He's got your father. Don't worry, I'm getting him back. Okay, I know, but... Oracle, I'm getting him back. Joker will not win. I won't let him. I'm starting where he was taken. A guard named Frank Bowles attacked him. If I find Frank, I'll find your father. Bruce, hurry, please. Frank Bowles! Schauen wir uns mal ihn an. Has been working at the
Arkham for 8 years. 8 years! Okay. Er ist auch so ein Charakter, der nur beim Spiel dabei ist. Und nur durchs Spiel kreiert worden ist. Now, me and Frankie go way back. I got him out of a spot of bother a few years ago. So when I need security codes or an old man to be come up to the ground, I know just the man to ask. Gut, dann gehen wir wieder raus. Clever anymore, are you? He's here! Und gute Nacht. Und da die Takedowns kann man auch noch upgraden, wenn ich mich nicht irre. So, sind wir da wieder zurück? Ja. Oracle, I'm at the holding cell. I'm setting up a crime scene. So what's the plan? Isolate something in that room unique to both? Exactly. Oh, Detective Modus. Sloppy. Let's see what the forensic scanner picks up. Ein Flachmann. Can follow traces of alcohol from Frank's bourbon in the atmosphere. Oracle, I've got a trail. That's great. You follow it. I'm grabbing every reference to Arkham I can find. Maybe useful later. So, wo haben wir denn das? Da ist der Geruch. Alkoholgeruch. Hier entlang. Whisky. Ja. Whisky wäre jetzt auch ganz cool. Bye, Harley. Bis später, Harley. Ali, du weißt schon, dass ich lauter Gadgets hab, dass ich dich verfolgen kann. Ich will sie folgen. Ich muss das die alte Weise. Klettern. Hey, Babs! I know you can hear me. I've got a little something for you to listen to. Harley and Frank are really out of the living with the old man. How are they going to ask all the time? Was haben wir denn hier noch? Hey Frank, where you been? Joker's got more men on the way. They're coming around the front of the asylum. Now that's not the. Hey, man, how home. The main entrance. How many are there?
Haben wir hier. Das müssen wir dann später dann aufspringen. Weil jetzt haben wir noch nicht die Gadgets. Dann schalten wir Stück für Stück frei. Man sollte meinen, dass man das eigentlich die ganze Zeit schon bei sich trägt, aber aus irgendeinem Grund. Wirklich? Do not attempt escape. Okay. Und wir auch nicht. Arkham Asylum is at level red alpha. All category 1 patients will be pacified on site. Das kann man ja auch noch machen. Harley Quinn tried to slow me down, dropped an elevator on me. Did it work? Of course not. I'll get back to you when I reach the end of the trail. Wie? So. Machen wir auch mal auf. Wir müssen da durch. Men have taken control of the cell block transfer corridor. That's not good. I patched it to a guard radio. It sounds like Joker's crew have got their hands on weapons. I know. Really? I'll calibrate the cowl's vision mode to isolate armed henchmen. The direct approach is suicide. I need to be smart. Find a different way past them. So is the bat really coming this way? Den schalten wir heimlich aus. So, wir machen das schnell auf. Verstecken wir uns da drin. Ah. Musik, ich dachte, die. Nicht so geplant. Also das war nicht so, was ich wollte. Ich wollte den nämlich ausnocken. Beziehungsweise das Waffen verlieren.
Er ist nun mal so. Batman's as good as dead. Bist du sicher? Ey, mein Name, Hum? For him to say, whist. Ja, wo ist denn der? Über, das wollte nicht. Ja. Listen, man. I'm reasonably sure there's no truth to the rumor Batman drinks human blood. At least I don't think so. Don't freak out. We can handle this. Also das war echt nicht geplant. Ja. I'm not scared of you, Batman. Bist du sicher? Oh, okay. Gut, der ist darüber gelaufen. Kommst du zu mir? Komm mal ein bisschen noch zu mir her. Bisschen nach links. Komm. Komm, put, komm her. Ich tu dir nichts. Alter, ganz soft. Okay. Ich hätte schon die links runter gesprungen. Das wollte ich machen. Hey, over here! There's someone up there! Wir haben ihn einfach mal befreit, also runterfallen lassen. Und so hier? Rope-a-dope.
Rup. Irgendwie sowas. Und die hier schalten wir. Ah, perfekt, alle weg. Joker must have figured out how I was tracking Gordon. Officer Ball's trail stops here. Der schaut nicht ganz so gut aus. Jetzt müssen wir mal upgraden. Haben wir ja jetzt wieder was. Das hier. First one. Good. But be careful. Don't cut yourself on this sharply observed portrait. Don't cut yourself on this sharply observed tree. And so das hier. So you did it! Well done! I would have expected a child to work that one out, let alone the world's greatest detective. Und das hat man auch im ganzen Spiel, diese Riddle. Hey, Batman! Der Riddler Quiz Sachen Rätseln. It was a massacre. Bulls came walking in telling everyone to cover the front entrance. Said something about Joker's army coming through the main gate. Two of my guys moved to the exit, and Frank shot him dead. They never stood a chance. Was Bulls alone? Thought he was. Then I saw Harley Quinn. She was surrounded by Black Gate prisoners. They were just killing everyone in the room. I had no choice. I got in here, locked the door. I could see it on the security feed. They had someone with them. It looked like the commissioner. Bulls is dead. They carried on without him. Must have outlived his usefulness. Good. He was scum. Das sieht man, wie das Universum ist. Open the door. Das können wir dann aufspringen, wenn wir dann die Fähigkeit zu haben. We apologize for this interruption to our regular broadcast. Jack Ryder is live from the Gotham Bay Area with some breaking news. This is Jack Ryder with breaking news in the Gotham Bay. We are getting reports of an armed siege on Arkham Island. 2 minutes ago, Joker broadcast to all news channels this chilling message. Greetings, Gotham. This is the voice of your new master. Oh, hang on. I skipped a bit.
Ich finde es auch interessant und nett anzusehen, dass über die Nacht, sagen wir jetzt mal so, wo man in Arkham Asylum ist und kämpft, der Anzug Schaden bekommt. Dann sieht sie ja schon, dass der Anzug ein bisschen aufgerissen ist. Das wird aber noch nach der Spielzeit mehr und mehr. Bin ich jetzt nicht ganz irre. So, und wir sind draußen im Innenhof. Der Außenhof. Innen-Außenhof. Da hinten unser Gebäude, riesengroß. Wayne. So. Das wäre eigentlich ein ziemlich guter Platz, um aufzuhören. Wir werden die Tage weitermachen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei, wenn wir Batman Arkham Asylum weiterspielen. Wenn ihr es auf YouTube anschauen werdet, dann lasst ein Like da und schaut bei Twitch vorbei. Oder auch andersrum, wenn ihr hier auf Twitch anschaut, schaut bei YouTube vorbei. Leute, bis die Tage, eingehauen und adios.